ersten Tag des Paderborner Ligurenfestes hat das größte Volksfest der Region zigtausend Besucher in die Domstadt gelockt. Doch bevor es richtig losging, begrüßte Erzbischof Hans-Josef Becker zahlreiche Bischöfe aus der ganzen Welt zur Feier der Liburi Vespa. Traditionell wurde der Schrein mit den Reliquien des heiligen Liburius von der Domkrypta in den Hochchor überführt. Nach der Feier im Dom machten sich die Ehrengäste der Stadt auf ins historische Rathaus, unter ihnen auch Eckhard Uhlenberg, Vizepräsident des Landtages, der sich dort ins Goldene Buch der Stadt eintrug, bevor er mit Bürgermeister Heinz Paus das weltliche Fest eröffnete. Ich entbiete euch meinen Gruß. So oft werde ich hier nicht mehr stehen. Im Herbst, da wird man klarer sehen. So klappt's im Sport, auch wenn's dort nicht gefällt, auch künftig weit vor Bielefeld. Hört, was ich zum Schluss euch sage, 9 Tage unter der Devise, ein Vorgeschmack aufs Paradies. Im Tiroler Dorf wurden dann mit vereinten Kräften das Fassbier angestochen und ein paar launige Worte gewechselt. Mehr als 1 Million Besucher werden in den kommenden Tagen auf dem Paderborner Liguri-Fest erwartet. Kleine sowie große Besucher freuen sich auf Kirmes, Kultur und Kirche. Und natürlich auch auf viele Leckereien, die es fast an jeder Ecke gibt. Und wer vom Rummel genug hat, der findet auf dem Pottmarkt Abwechslung. Dort gibt es neben vielen alten und neuen Pötten auch viel Nützliches und natürlich auch Leckeres zu sehen. Wer davon genug hatte, den zog es wieder über die Straßen, vielleicht zum Kettenkarussell, zu einer letzten luftigen Fahrt des Tages übers Liburi-Fest. So, jetzt aber allerletzte Kurve, allerletzte Runde, einmal geht's noch, einmal machen wir's noch.